Ja, das wäre schon nicht schlecht, ne? So. Ne? Da oben ist er. Da unten. So, wo geht's denn Richtung Haus hinüber zu? Dann. Hä? Ich muss ja mal wieder solche Backsteine mitnehmen. Flintstones. Flintstones. Where are the Flintstones? Meet the Flintstones. So. Wenn wir Titelmelodie gesummt, werden wir gestrikt. Ja, wenn die Titelmelodie zu Sony, also Sony die Rechte daran hat, könnte es durchaus passieren, aber ich glaube es nicht. Es knistert zu es sehen. Es knistert schön, ja. Also ich bin sowieso, wir hatten es ja schon, ich finde, die haben ja, oh, hier ist ohne Höhle, oder? Ah, lieber ne. Die haben sowieso schöne Mechaniken eingebaut, so zum Teil. Also gerade auch dieses Steine flitschen, das Rutschen auf Eis. Ich meine, gut, das Rutschen auf Eis gibt es in Minecraft auch. Aber das sind so schöne, kleine Sachen, die nützen dir eigentlich gar nichts. Aber die machen es halt cool irgendwie. Das ist richtig. So. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Ich habe doch hier Granit. Können wir doch mal hier ein bisschen ausleiern. So, jetzt haben wir natürlich hier zwar schön Steine und Zeug gefunden, das hilft uns aber nicht weiter, weil. Oh! Komm heran, du blödes Garnickel, du. Andesi. Aber früher sind doch da bei dir auch keine Karnickel reingekommen. Wie kommen denn die jetzt, wenn man dann. Ist vielleicht. Obwohl, hier liegt ja noch kein Schnee. Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es daran, dass durch den Schnee der Block einen halben Block höher ist. Aber hier liegt ja noch kein Schnee. Durch. Eigentlich. Naja. Bisschen. Ich ohne. Keine Ahnung. So, gut. Dann gucken wir doch gleich mal. Wie machen wir jetzt weiter? Ich brauche Kupfer. Also am nächsten Tag würde ich nach Kupfer suchen gehen. Ich werde jetzt mich mal ganz kurz hier ausklinken. Mal für eine. Ich lasse den Stream einfach weiterlaufen, Freunde. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich mache jetzt keine direkte Streaming-Pause. Ich muss bloß mal schnell für kleine Jungs. Oh. Ja, das muss halt manchmal auch sein. Ja, immer hinsetzen, sonst dribbelt's daneben, ne? Ja, ist da. So. Mal gucken, ja, wo die Karnickel ja einbrechen. Kann ja auch nicht angehen. Da müsst ihr jetzt erstmal kurz mit Vorlieb nehmen, dass ihr nicht seht. Also das dumme Gebranse von mir. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Nicht, dass er sich ja noch einbullert, das geht ja mal gar nicht. Ah, ich tue gerade bloß ein bisschen Erde klatschen. Um zu verhindern, dass sie eventuell von einer höheren Position aus bei mir ins Gehege hüppeln. Das ist jetzt gar nicht so abwegig wäre. Blöden Karnickel, die mir die ganze Ernte wegfordern. Krieg ich vielleicht. Krass. Aber das Jute ist, wir haben ja gleich noch ein bisschen Fleisch. Gehen wir dann unseren Kochen Dagolord geben, damit er was kochen kann draus. Läuft bei uns. Gut, behalten. Wenn man wieder keine Schaufel mitgenommen hat. Hü.
Sollte das doch gerade abwegig sein, dass sie hier nochmal näher kommen. Blöden gar nicht. Maul man hier rum hier. So, da bin ich wieder. Ah. Hab mir noch gedacht, du bist zu weit rausgeschwommen. Nee, in die Schüssel gefallen. Nee, ich habe mir noch ein Kaltgetränk geholt. Ein Kaltgetränk? Was ist denn bei dir ein Kaltgetränk? Wasser natürlich. Ah, ja, wahrscheinlich mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Cola und ein X drin, oder was? Nein, aber es ist Tag. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe ja nie gesagt, dass du irgendwas falsch gemacht hast. So, gut, jetzt die Laterne, die nächste Laterne, die bammeln wir wieder hier an die Wand. So. Kann verwendet. Metallfackelhalter kann verwendet werden, um Fackeln hineinzustellen, die nie ausbrennen. Mhm. Du weißt Bescheid. Ist der billiger, als die Laterne? Ich kann dir sagen, ich habe den einfach so dort in der Höhle rausgebuddelt. Ach so, ich wollte gerade sagen. Wir könnte ja mal, ich werde mal gucken. Metallfackelhalter sagst du, kann man den craften? Metall. Nee. Ich schon wieder aufs Maul von irgendjemanden, ja. Das kann auch nicht wahr sein. Das passiert meistens, wenn man in die Doku guckt. Ja, oder ins Inventar. Du willst keine Doku, du willst arbeiten, du fauler Hund! Ja, wirklich wahr. So jetzt nochmal. Metall, hatte ich gesagt. Metallfackel. Gehen wir mal wie an. Hochfackel. Wie Metallfackelhalter, ja, ist schon. Messingfackelhalter gibt es auch noch. Aber Messing ist ja, klingt schon wieder nach Legierung. Okay, den Metallfackelhalter kann man nur durch Abbauen kriegen. Und den Messingfackelhalter, den kann man mit zwei Messing. Oh ja, na klar, mit zwei Messingplatten. Ja, ja. Ja, dann muss ich erstmal Messing finden. Ist ja kein Stress, Messingplatte. Ah. Ja, genau, ist auch schon. Messing ist eine Mischung aus Zink und Kupfer. Klarerweise Zink habe ich tatsächlich da. Ja. Zink hätte ich ja wahrscheinlich sogar da. Und überall Drifter. Drifter. Granit. Granit. Vielleicht meine Schmiede zumindest auch demnächst mal ausleuchten. Wäre. Sicherlich sehr zweckdienlich. Ja, ist überbewertet. Das ganze Zeit, was ich hier höre. Ja, ja. Richtig. Ich bräuchte mal noch irgendwie einen Hammer. Hab ich keinen Hammer mitgenommen, ich Trottel. Oh, das mit den Teuteln hast du gesagt. Ja, ja, und du hast es gedacht. So. Ich. Einen Hammer. Wo ist hier ein Hammer? Nein. Hier ist ein Hammer. Das würde mir doch nie einfallen, sowas zu denken. Nein, ich weiß. Ich denke viel zu schlecht über dich. Ich weiß. Ah, das hast du jetzt schon wieder gesagt. So, jetzt bin ich jetzt mal schön in die Runde gerannt und habe ja alles zugemauert. Jetzt brauche ich aber doch noch die Nuggets. Die Nuggets brauche ich doch noch. Wir nehmen jetzt hier einfach mal alle Nuggets mit und dann mache ich das in der Schmiede schon mal soweit klar. Oh, ich habe ja 6 Drifter hier unten in meinem Keller. Ich muss ja weg. Die machen mich sonst tot. Naja, die machen mich sonst hier klein. Die hätten mich ja fast tot gemacht. 6 Drifter sind doch ein bisschen viel. Nee, ich lebe noch und ich bin heldenhaft geflohen. Ui. Heldenhaft geflohen. Ja. Kann heldenhaft fliehen. Ja.
Das ist quasi so der strategische Rückzug, weißt du? Ja. Okay, also ich hätte einen Silberbarren, könnte ich schmelzen. Das hilft uns. Also, komm mal rüber. Ich hab hier ein bisschen Fleisch mit und meine Schüsseln sind alle. Ja, willst du wirklich darunter? Keine Ahnung, geh Ruhe. Willst du wirklich darunter gehen? Willst du das wirklich? Guck mal, hier ist auch noch eine Schüssel. Und ein Topf. Da vorne steht ein Topf, hier steht ein Topf, stehen überall Töpfe mit Essen rum. Ist da mir noch mein Essen weg? Ich hab noch 7 Fleisch eigentlich. Am besten ist, du packst mal deine Schüssel, wenn du. Was will ich denn jetzt mit dem Fleisch? Ich komm da, ich geh da runter, ich geh nicht da runter, ich bin eine Lebensmüde. Halt dein Zeug, ja. Du mal, wenn du Schüsseln hast, du leere Schüsseln einstecken? Ich hab dir die gerade hier draußen hingestellt. Ja, das ist gut, weil alles, was du in leeren Schüsseln hast, ja, kannst du mal. Ja, natürlich hab ich ein Bett hier stehen. Wo sind denn jetzt die Schüsseln? Die liegen dort hinten hier unter der Laterne. Da hier. Ah. Sehr gut. Ich hätte es doch noch Futterbreiten gehen. Ja. Eigentlich wird es mal Zeit, ein Dach hier auf die Hütte zu setzen. Ja, ich würde mein Haus auch gerne mal irgendwie ein bisschen verschönern und so, aber irgendwie komme ich hier zu nichts gerade. Ja, das war die falsche Kiste. Hier in der Hütte sind minus 8 Grad. Ich glaube, der hatte leicht erhöhte Temperatur. 37,2. Oh, Fieber. Oh, 37,3. Ah, der Hals juckt. Ich glaube, das. Ich glaube, hier. Ich brauche ein Stäbchen fürs Näschen. Alter, das ist aber. Jetzt schneit es aber draußen. Was ist denn da los? Apropos. Ich habe mal hier ein bisschen Erde weggeklippelt. Was hast du gut gemacht? Naja, wir sind hier den Garnickel. Ja, rutsch noch aus, na, wenn du schon auf den See rennst, du blödes Häschen, du. Blöden. Langohrigen Ratten, du. Langohrigen Ratten. So, also ich werde jetzt mich heldenhaft töten lassen. Haben die mir aber ordentlich die Felder zu sagen gemacht. Ah, jetzt liegt es dort auf dem Eis draußen. Ja. Hol doch eine Blasenentzündung. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie erwähnt, es war jetzt schade um das Essen, was ich schon intus hatte, aber ich habe mich hier gerade heldenhaft töten lassen. Deswegen ist dieses Fenster aufgeploppt. Ja. Weil ich hier die Laternen in meinem Keller angebracht habe. Ich brauche halt, das reicht halt vorne und hinten nicht an Laternen, um das alles auszuleuchten, ja. Ja, das macht Sinn, ja. Ist halt immer noch zu wenig. Viel zu wenig. Naja gut, das macht jetzt nicht. Bei dir muss. Was hörst du bei mir? Ich hör's bei dir immer so schön schieben. Cheep, 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 cheep. Ja, das sind meine Hühnchen, Küken-Hühnchen. Wisst schon. So, die zwei Töpfe sind jetzt sozusagen auch leer. Okay, Kupfer. Ich brauch Kupfer. Habe ich hier eigentlich 4 gefüllte Bienenwaben, nicht Waben, Stecken hier von der Rimini. Stechender Spaß für die ganze Familie. Steht das als Beschreibung dort? Hier, ja, ja. Habe ich noch nie geguckt. Sehr cool. Na,
sollst doch das Schwert nicht dort in den See reinhauen. Also die Bienenkörper sind schon wieder voll tatsächlich. Also am Wachs wird es ja nicht scheitern. Es scheitert im Moment wirklich nur am Kupfer. So. Ah, finden wir welches. Na gut, okay. Dort aber... Sagt ihr mein Fleisch? Mein Fleisch sagt es fertig. Nehmen wir uns mal die Pickaxe mit und den Hammer lassen wir hier. Die Axt nehmen wir mit. Dann gehe ich jetzt einfach noch mal gucken, ob ich hier nicht irgendwo auf dieser Welt noch ein wenig Kupfer finden kann. Das ist richtig. So, die Frage ist... 7 Tage. Jo. Ich war gerade kurz abgelenkt, weil meine Bitrate wieder so einen kleinen Schlenker nach unten gemacht hat, aber es geht. Es hat sich gleich wieder erholt. Die blöde Bitrate. Ja. Ja. Ich habe hier alte Holzplatten. Ja, da haben wir die mal hier mit. Reise dich bloß zusammen, du. Jetzt wirklich bloß 5 Feuersteine gefunden? Oh, eine Magerausbeute, du. Bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin gerade hier, ich nehme hier gerade wieder Bodenproben. Ich habe mich gerade gewundert, warum das nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, aber ich habe einen Block zu wenig abgebaut. Alles gut. So, wenn ich jetzt hier nochmal eine Bodenprobe nehme, gibt es denn hier manchmal Kupfer? Was haben wir denn hier so? Poor, very poor, Chrome, Cinnabar, Magnetit, Bismutin, okay. Kann ich hier eigentlich... Was ist denn hier die Taste für Chatten? T. T? Oh ja, sehr gut. Kann ich hier scrollen? Ja, ich kann scrollen. Lignit, 10,9% absolut. Okay. Borax, was ist denn Lignit? Was wird denn aus Lignit? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Gut, der stellt Fragen. Ja, na. No. Spar mit mir. Ist schon. Lignit. Nö, nee, es ist völlig in Ordnung. Lignit. Findet er so nicht. Wenn ich jetzt hier mal Nugget eingebe. Ne, halt. Nugget. Limonit, Limenit, oh Gott. Magnetit, Malachit, Uran, Wolframit. Aber ja, was? Magnetit, darunter kann ich mir das vorstellen. Ja. Was kriegt man denn aus? Da wäre ein Eisenlupe draus. Was ist Eisenlupe? Bist du noch daheim, hier so? Wie daheim? Oder bist du auf Tor schon wieder? Nö, ich bin hier ein paar Blöcke unter meinem Keller. Ich tue mich gerade selber in die Erde reinziehen. Immer eine gute Idee. Na, so, gewisse. Einfach mal gemütlicher in die Erde hacken. Was haben wir hier für eine Sorte? Braunes Schiefergestein. Hör noch nie gehört. Danke. Das ist jetzt klasse. Nee, du.
Sag mal, ich habe doch hier einen Haufen Treppen gemacht. Wo sind die jetzt hin? Ja. Ich Also, hab ich sie finde, dass nicht. du. Nee, ich finde, dass du hier ganz, ganz beschissen die Treppen hochlatschen kannst. Was meinst du jetzt, die normale Treppen? Ja, Also also so. warum kannst du da normal, also beschissen? Ja, das nennen wir es doch einfach so. Es ist keine Standardtreppenhöhe. Stufenhöhe. Die ist Okay. nie. Ist nicht deiner Norm entsprechend. ISO-Norm. Die folgt keiner deutschen ISO-Norm. Nee. Okay. So, was habe ich denn jetzt hier so gefunden? Sphalerit. Was wird aus Sphalerit? Zink. Aus Sphalerit wird Zink. Dann habe ich hier noch was gefunden. Noch mehr Zink. Okay. Das Ding ist eine Wissenschaft für sich, ja. Oh, ernsthaft. Außer Schelm. Galenit. Galenit. Das können wir stacken. Dann habe ich hier Schwefel und Quarz. Mal gucken, was hier hinten so vor sich geht, ja. Also was kann man denn, kann ich denn eigentlich aus Bleilaternen machen? Nee, ne? Kupfer wieder mit reinpacken. Wenn ich das ja bis mit Bismuthinit 1,6%. Zinnabar 0,2. Was? Sphalerit 0,4. Lignit 3,4. Und Cassiterit 0. Kupferblei-Laterne. Wenn das einmal zugehört hat. Ja, habe ich tatsächlich. Du wirst es nicht glauben, ich habe dazu gehört. Ey, alles gut, alles gut. Ein wenig zumindest. Aber verlang jetzt bitte nicht, dass ich wiederhole, was du so gesagt hast. Der labert der Himmel ist scheiße. Das hast du gesagt. So. Oh, hör Spaß. So, wie sag mal. Jetzt sind wir hier mal ganz rotzfrech. Ich habe hier einen Haufen solches scheiß Blei. Nehmen wir uns jetzt mal hier so ein bisschen Blei und schmelzen mal unser letztes Kupfer mit dem. Obwohl, das ist auch nicht clever. Eigentlich brauche ich Spitzhackenköpfe für dem letzten Kupfer. Ach Mann, ey, ich brauche Kupfer, das hilft alles nicht. Alles andere macht keinen Sinn. Ohne Kupfer wird das alles. Ohne Kupfer ist alles doof. Der letzte Wert ist bei den Koordinaten ist die Z-Koordinate, ne? Der letzte wäre, also der mittlere ist die Höhe. Ja, der mittlere ist die Höhe und dann ist der letzte, ja, typisch, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, der letzte ist bei meistens die Höhe. Nee, aber wenn ich hier auf einen Block drauf springe, geht der mittlere Wert nach oben. So, naja, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht nochmal, tun wir einfach mal uns jetzt hier blöde nochmal einfach ein Stück reingraben und hoffen, dass wir vielleicht hier noch was finden. Aber auf gut Glück Kupfer zu finden, ist halt auch so eine Sache für sich. Das kannst du wahrscheinlich vergessen. Ja, ich buddel mich jetzt trotzdem mal hier rein. Mal sehen. Es ist Nacht, ich Ja, wie kann sowieso gesagt, nicht machen. Hier rennen überall Drifter rum. Ich habe eh keinen besseren Plan gerade. Von daher. ich bin jetzt der einzige Zuschauer anscheinend. Das kann sein mittlerweile, ja. 18:34 Uhr. Meine Herren, das ist ja die neue Folge. Wilhelm raus. Wilhelm? Ja. Ja, genau. Die wollte ich mir eigentlich auch angucken. Ich komme zu nichts mehr im Moment da. So, Andesit. Ich komme mit dem. Oh, schrecke mich nicht nochmal so wie ich komme mit dem untersten Untergrund immer näher und näher. Und
Tiki-Taki. Bitte machen wir weiter hier. Ja. Und dann kommen irgendwann die Drifter-Bühne. Die kleinen Gackstelzen, du. Ein Dizzy-Tales. Ach, schön, so weit unten? Ja. Ach, du gräbst dich gerade nach unten, oder? Ich grab mich gerade nach unten, ja. Ich riskiere das jetzt einfach nochmal. Das ist ja die kranke Sau, du. Aber ich finde nichts, ja. Ich glaube hier ist gar nicht. Oh, ich bin unter deiner Hütte. Also. Was? Unter deiner ersten. Ach, unter meiner ersten Hütte, okay. Ja, sag mal, nur mal ein Bild gefragt, wie viel hast du noch Kupfer? Die mal da hast du. Zum Einschmelzen direkt gar nicht. Aber ich hab noch ein paar Kupferplatten drin. Okay, weil ich habe nämlich bloß noch zwei Bahnen, da muss ich nämlich jetzt mit meiner Pickaxe hier, gehe ich jetzt hier raus. Dann grabe ich mich jetzt also hier. Also nicht Kupferplatten, sondern Bahnen. Ja, Bahnen habe ich bloß nämlich bloß noch zwei, weißt du? Zuerst. Ne, da habe ich noch ein paar, aber... Also hier ist irgendwas, Wieder Nacht draußen. 18 Uhr, nee, wird aber dunkel. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt 2 Stunden Stream. Ich würde sagen, so langsam würde ich mich ja ausklinken wollen. Fry, wie denkst denn du? Ja. Passt. Also ich habe 2 Stunden, aber du müsstest ja auch genug 2 Zuschauer sind, ne? Genug Folgen haben. 2 Zuschauer, ich muss ja, mal. Ja, ich habe muss mal aktuell. Ich habe nie aufgenommen. Was, du hast nie aufgenommen? Also, ich habe nicht mehr dran gedacht. Ich depp. Achso. Schade eigentlich. Ja, dann nehmen wir es immer jetzt noch die Tage irgendwie. So, 2 Zuschauer, zeig mal her, wer ist denn hier so? Mein Chat. Benutzer im Chat. Oh, ist denn ein paar? Sirius? Ja, es ist halt immer so ein bisschen. Wahrscheinlich Commander Root ist Bot, denke ich. Das ist ja bei Twitch immer so ein bisschen. Der Chat ist manchmal ein bisschen hinterher. Also, das ist. Da zeigt es dann noch Leute an, die gar nicht mehr da sind oder umgedreht. Meine Bitrate ist gerade eingebrochen. Der Stream müsste eigentlich gerade lecken, oder? Leckt der bei dir? Keine Ahnung, ich hab den nicht. Ach, der ist nicht offen. Ja. Naja, was. Ja, der ist offen, aber der läuft nicht. Naja, bei mir tut sich hier gerade gar nichts mehr. Ja, jetzt kommt er wieder. Hat er sich wieder gefangen? Ja, jetzt hat er sich. Ja, naja, ist halt so. Manchmal passiert das halt. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil das ist einfach so völlig ohne Vorankündigung, wo du sagst, weiß. So, naja, gut, ich komme mal zu dir so, bitte. Richtung deiner Hütte. Aber auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? Na klar. Immer doch. Ein bisschen hier prokrastinieren. Drifterklatsche. Also ich meine, umgebracht haben wir da unten ja genug, so ist es ja, ne? Richtig. Ich habe ein paar Zahnräder abgegriffen.
Na, einmal zwei Temporal Gears und dann noch hier die zwei rostige. Na, das ist doch super. Langt aber nie, damit ich sagen kann, hier. Es wird warm draußen. Ja. So, wir sind jetzt zwei Sekunden. Nachts 0 Grad am 6. Dezember, das ist so wegen recht gut eigentlich. Sehr erderwärmen. Genau. Obwohl es keinen Sinn, weil ich bei dir in der Hütte stehe. Also auf dem Balkon oben eigentlich. Hm. Na? Komm ich jetzt irgendwas näher oder was? Wo ist er denn? Ich sehe hier gar keinen Nametag. Wo buddelt er denn sich rum? Aber du bist ja eigentlich. Musst du mal hier die Treppe runterkommen. Ja. Ich werde jetzt erstmal einfach pauschal den Stream beenden, weil der Stream ist ja durch jetzt. Natürlich.